Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind jetzt auf dem Weg, vielleicht hier nach County Crossing, um dort einen Arzt mal aufzusuchen. Eine Kleinigkeit essen können wir auch. Und dann denke ich, ja, können wir vielleicht zum Fischreiertouren-Yachthafen? Und dann hoffe ich, dass wir Curie wiederfinden. Dann gehen wir auf die Suche nach Curie. Wir haben dank deines Kommentars, David Nitka, ja den Vault-Tec, das Vault-Tec-Bewohner-System benutzt. Das müsste hier auch irgendwo rumstehen. Was ist das? Du siehst gefährlich aus. Entschuldigung, wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Oh ja, bitte. Ich wurde ein bisschen rumgeschleudert. Heile mich. Ja, sieh mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. So. Und jetzt beschreib mir die Symptome. Eins nach dem anderen. Gesundheit wiederherstellen. Es tut einfach alles weh. Du siehst eigentlich gesund aus, aber... Oh, Moment. Ja, das muss gerichtet werden. Fangen wir an. Ehrliche Eislandwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Nein, danke, das war's. Wir sind fertig. Ich hab sonst keine Beschwerden. Nein, wir sind fertig. Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Okay. Wir gehen hier nochmal duschen. Autsch. Ach nee, ist ja nicht mehr. Und eine Kleinigkeit essen. Ja, das muss ja auch mal weg. Das eklige Blutkäfersteak. Ich habe es mir jetzt gar nicht angeguckt. So, herstellen. Was können wir denn Schönes herstellen? Blutkäfersteak. Fangen wir mal vielleicht ganz unten an. Oh, Todeskrallensteak. Ja, klar. Stechflüglerfilet. Na klar. Warum haben wir den Slocums Brumbiss noch nie gemacht? Wir brauchen Kaffee. Ach so, da brauchen wir so viele Sachen. Schmutziges Wasser auch dazu. Ah, schmutziges Wasser, das ist der Trick. Mit schmutzigem Wasser können wir sowieso noch viel, viel mehr machen, wie es aussieht. Haben wir bestimmt schon mal gemacht, den Slocums Brumbiss. So hieß bestimmt, die ganze Folge hieß so. Slocums Brumbiss, kann ich mir vorstellen. Ja, es geht auch gleich natürlich weiter in der... ätzenden Geschichte mit O2. Damit ich das auch mal mir von der Seele geredet habe, dann muss ich hoffentlich nie wieder drüber sprechen, aber ich weiß schon, in Livestreams oder so, das braucht nur getriggert werden einmal, dann schießt es, dann quillt es wieder aus mir heraus. Ich kenne das doch. Getränke haben wir keine zum Machen, Suppen... auch nicht. Und verwertbares Gemüsestärke gerade auch nicht. Okay. So, dann gehen wir noch eine Runde pofen hier. Jetzt können wir wenigstens die Sachen alle auch nutzen. Roh können wir das ja nicht so gut essen. Keine gute Idee, rohes Fleisch hier aus der Gegend zu essen. Also jetzt geht es erstmal zum Fischreiertouren-Yachthafen, wenn wir ihn finden. Und wir nehmen die Geschichte der O2-Geschichte wieder auf, an der Stelle, an der wir uns dann authentifizieren konnten, weil uns die Mitarbeiterin alles, was wir bis dahin gemacht haben, was die Authentifizierung angeht, um eben unsere... nochmal freischalten zu können, unsere SIM-Karte freischalten zu können. In den letzten Folgen haben wir ja darüber geredet, in den letzten drei. Das ist jetzt die vierte Folge in Folge, in der es um das Thema geht. Und ich lasse viele Sachen ja auch schon aus, damit ich auch dann weiterkomme. Wir sind ja schon ziemlich weit. Also, was haben wir mittlerweile? Geht Google wieder? Ja, schon seit einiger Zeit. Ich glaube, PayPal ging auch mittlerweile schon wieder. Oh nein, ist das ein Strahlensturm, der da aufzieht? Ja, vom Geräusch her schon. PayPal geht auch wieder.
Rekrutierungsfunkleitstrahl verloren. Ich meine, das muss beim Mechanist sein, irgendwo. Und genau, wir haben uns eine Ersatzkarte zuschicken lassen. Das war, glaube ich, der letzte Stand der Dinge. Und die haben wir es jetzt auch geschafft zu authentifizieren, uns zu authentifizieren, damit wir hoffentlich die Karte dann freischalten können. Nun, der Mitarbeiter bleibt während des Authentifizierungsprozesses natürlich nicht am Telefon. Der Mitarbeiter sagt dann, vielen Dank, dass ich Ihnen helfen konnte und wir schicken Ihnen eine SMS zu. Das war jedes Mal wieder witzig. Jedes Mal wieder dürfen wir Ihnen denn eine SMS zuschicken mit einer Umfrage und würden Sie dann bitte eine gute Bewertung abgeben? Ja, wenn ich eine SMS kriege, aber weshalb habe ich denn jetzt gerade angerufen? Die Leute, die sind heute alle so von der Rolle. Ja, ich rufe an, weil ich keine SMS, weil meine Handynummer weg ist. Ja, dann schicken wir ihnen eine SMS zu. Das passiert ständig heutzutage und ich kann mich nur fragen, warum? Warum ist denn das so? Sind die Leute wirklich? Das ist ja nicht. Ach, die treffen mich. Ich treffe aber nicht. Geh doch mal hier. Was machst denn du da? Ich kann mich nicht. Was war das denn jetzt? Ich konnte mich nicht bewegen auf einmal. Nee, ich krieg das. Das hat keinen Sinn. Warum auch immer? Das Ding kriege ich nicht kaputt, aber der Sturm müsste auch aufgehört haben. Ja, Authentifizierung. So, Ersatzkarte ist da, ist tatsächlich angekommen, auch wenn das auch sehr lange gedauert hat, bis die angekommen ist. Aber das ist dem geschuldet, dass hier die Post geklaut wird, beziehungsweise zurückgehalten wird. Also ich habe da öfter jetzt schon, also meine Nachbarin, die hat das gleiche Problem gehabt, die über mir gewohnt hat, war meine Mutter. Als sie noch hier gewohnt hat, hatte sie das gleiche Problem. Einer der Gründe, weshalb sie hier ausgezogen ist. Also ihre Post und meine Post, ja, die verschwindet halt und dann taucht sie irgendwie auf. Ich habe letztens von meiner Cousine einen Brief bekommen, der über ein Jahr alt war. Ja, und sowas wie bei Elster registrieren oder so, ja, das sind alles andere Probleme, um die soll es jetzt mal gar nicht gehen gerade, aber sowas geht alles nicht, weil, ja, die Post ist dann irgendwann drin, aber erst, wenn der Termin verstrichen ist. Ja, sowas ist einfach blöd. Naja, aber wir sind ja erstmal jetzt beschäftigt mit O2, mit der Geschichte. Geschichte O2 geht weiter, aber ist nicht mehr viel, glaube ich. So, Authentifizierung und Karte freischalten. Ja, die Karte kann aber nicht freigeschaltet werden. Ich habe aber dafür bezahlt. Ja, geht aber nicht. Die ist bei uns im System nicht drin. Ja, aber ich habe die ja zugeschickt bekommen. Ja, aber Computer sagt nein. Ja, da kann man wohl nicht viel machen. Irgendwie konnte ich da nicht viel machen. Warum auch immer. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Ja, das war doch jetzt eigentlich schon das Ende, oder? Ist da noch was passiert zu dem Thema? Er kommt von. Er geht nach Bunker Hill und kommt vom B. Was ist B? Die Burg. Ach, der kommt von der Burg nach Bunker Hill. Gibt's das denn überhaupt? Darf das denn so sein? Oder ist das jemand, der. Ja, genau. Von der Burg ist richtig. Diesen hier müssten wir treffen. Der Gutshaus Crope und die Burg. Der das da macht, aber der ist nicht mehr zu finden. Geht noch weiter die Geschichte? Weil ich letzte Folge ja sagte, in dieser Folge geht's weiter. Das hätte ich ja jetzt auch noch erzählen können in der letzten Folge. Dass die Ersatz-SIM-Karte also nicht aktiviert werden kann. Warum auch immer. Computer sagt nein. So, und dann hat's gar nicht mehr lange gedauert. So 2-3 Wochen oder so. Ja, ich habe immer nachgeguckt, ob das Geld da auch drauf ist, weil ich habe ja keine Kontoauszüge, kriege ich nicht mehr, weil ich kein Online-Banking machen kann. Und ja, bei PayPal konnte ich mich ja mittlerweile anmelden, sagte ich ja. Das ging ja, Twitch ist noch ein ganz anderes Abenteuer. Die haben noch ein ganz spezielles System, wenn man da seine Telefonnummer ändern möchte. Das ist übrigens, ist die heute noch nicht geändert, aber es gibt da so ein Alternativsystem, wohl irgendwie, keine Ahnung, was der Quatsch soll, aber ist ja schlimmer als bei der Bank.
Auf jeden Fall. Bank ist aber auch noch nicht geregelt. Wo war ich stehen geblieben gerade? Die... Oh ne, hier gibt's Red Hirsch. Hier gehen wir lieber nicht her. Die Nummer... Ja, 2-3 Wochen hat's gedauert, genau. Und dann war... ja, ich habe immer geguckt, ob das Geld drauf ist, denn ich konnte keine Kontoauszüge mehr ziehen von der Bank. Natürlich ohne die Nummer. Und da habe ich dann wenigstens gesehen, ob denn, ja, das Geld noch überwiesen wird oder was. Oder ob ich da sonst irgendwas machen kann. Ich konnte auf mein Geld gucken bei O2, aber hatte ja keinen Zugriff mehr drauf, oder? Ach Mann, das ist aber auch blöd gemacht hier. Ach, du bist blöd. Ja, Geld wurde scheinbar dann weiter fleißig überwiesen, kam auch an, hat auch funktioniert, aber so nach 2-3 Wochen war dann auch, hatte ich dann keinen Zugriff mehr auf das Konto, auch online keinen Zugriff mehr auf das O2-Konto. Und damit konnte ich auch den Support nicht mehr anrufen. Und den Support nicht mehr erreichen, denn dafür brauchte ich eine Nummer. Damit brauchte ich die Nummer, um die es da eben geht. Und die war O2 auf einmal kurioserweise nicht mehr bekannt. So, dann hat mein Sekretär da eben nochmal einen Brief hingeschickt und da dann auch die Antwort bekommen. Ja, die SIM-Karte kann nicht aktiviert werden. Ah ja, das wusste ich, deswegen haben wir ja den Brief geschrieben, aber... Naja, okay, das war dann das Letzte, was ich davon... Da habe ich dann, also... Ich habe vorher schon angefangen, mir einen Ersatz natürlich auszusuchen. Ich mache das doch so lange nicht mit, aber trotzdem geht es ja irgendwo noch auch um die 800 Euro und dann mittlerweile, ja, ich weiß ja jetzt nicht, da ich online nicht mehr rankam und ich kein Online-Banking machen kann, den Dauerauftrag also nicht ändern konnte, wurden also fleißig dann 30 Euro jeden Monat auf irgendein Konto geschickt, das dann vielleicht gar nicht existiert mehr und trotzdem muss das Geld ja irgendwo angekommen sein. Also müsste ich da mal gucken, dass das, sobald ich Online-Banking jetzt wieder machen kann, dass ich da an meine ganzen Gelder von O2 rankomme. Aber das ist eben jetzt ein Problem, dass meine Bank keine Filiale mehr hier bei uns in Castrop hat. Die wurde geschlossen und jetzt haben die irgendwie, auch in Dortmund ist irgendwie keine mehr. Jetzt müsste ich da, keine Ahnung, wo die ist. Soll ich das raten jetzt oder so? Ja, müsste ich im Internet gucken, wo die nächste Filiale noch ist. Da müsste ich also persönlich hingehen. Aber macht das mal ohne Geld. Ich komme ja nicht mehr an mein Geld ran. Automaten gibt es vielleicht, aber da weiß ich auch überhaupt nicht. Wo und... Ja, und ich wüsste jetzt meine PIN, müsste ich mal gucken. Ich habe da bestimmt irgendwo mir... so Eselsbrücken gebaut, damit ich die PIN nicht vergesse. Auf jeden Fall, Ende vom Lied ist doch jetzt endlich mal, dass Online-Banking immer noch nicht geht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn es dann mal wieder geht. Online-Banking geht nicht? Ja, weil die Nummer weg ist. Ändern Sie Ihre Nummer? Ja, melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Nutzen Sie dafür die Tarn, die wir Ihnen per SMS zugeschickt haben. Mhm. Auf welches Handy? Ja, auf die Nummer, die Sie angegeben haben. Ja, die Nummer ist weg. Ja, dann müssen Sie die Nummer ändern. Ja, wie mache ich das denn? Ja, melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Und ändern Sie die Nummer. Gar kein Problem. Geht ganz einfach. Ja, so, ich denke, das war's dann.
das war's dann mit der Geschichte um O2 erstmal. Und jetzt warte ich eben drauf, dass ich das Ganze mit meiner Bank schriftlich klären kann. Aber da warte ich jetzt auch mittlerweile schon lange drauf. Mal abgesehen davon, dass ich übers Internet keinen Kundenservice erreichen konnte, keine Möglichkeit hatte, irgendwie einen Support oder was zu kriegen. Ich bin bei der Commerzbank. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, wie das da abläuft. Aber da war es nicht möglich. Wie gesagt, Filiale zu, kein Ansprechpartner hier in Kastrop mehr. Und ja, ich komme auch nicht zur Ersatzfiliale. Keine Ahnung. Ich habe ja kein Geld. Ich erzähle mal dem Busfahrer, ja, ich muss hier mit meiner Bank was klären und dann bezahle ich das nachträglich. Da wird der Busfahrer wahrscheinlich dann auch noch mit den Schultern zucken. So, und jetzt warte ich eben drauf, dass die ganze Sache mit dem Online-Banking geklärt ist. Und zwar über den postalischen Weg. Da hier die Post geklaut wird, ist das natürlich so ein kleines Abenteuer. Schon wieder. Denn normalerweise hätte ich da schon längst eine Antwort kriegen müssen. Aber kriege ich nicht. Bei Elster wollte ich mich anmelden. Da hat auch irgendein Hiopai wohl angerufen beim Finanzamt und mein Gewerbe beim Finanzamt abgemeldet. Ich weiß nicht, warum mir andauernd solche Sachen passieren. Ja, da rufe ich dann an bei dem Finanzamt, Fuzzi, und er sagt mir irgendwie, ja, ihr Gewerbe wurde abgemeldet. Ja, wie, das wurde abgemeldet? Kann ja nicht sein. Das kann ja, kann er jeder jetzt anrufen und das abmelden? Ja, ich habe das hier so im Computer, wurde abgemeldet. Und dann habe ich beim Gewerbeamt angerufen und denen das erklärt. Und nee, ist alles gut und wir melden das wieder an. Dann wieder beim Finanzamt, dann beim Finanzamt. Irgendwie, ja, nee, da muss ich jetzt aber erstmal warten. Und dann hatte ich ja auch keinen Elster-Zugriff auf Elster. Ja, und dann sollte ich eben ein neues Ding machen bei Elster. Wir sind jetzt schon weg von O2 wieder. Es ist schon, ja, das greift alles auch so irgendwie. Hat alles was mit der Post auch zu tun hier, oder? Ja, da hängt ganz schön viel dran. Wenn euch die Post geklaut wird, da kann euch das Leben ganz schön versaut werden damit. Gerade wenn so wichtige Sachen sind, Termine oder so. Kunden, okay, das läuft alles über Internet, über E-Mails, da kann ja nicht viel schief gehen. Ja, das geht komischerweise. Ja, wie war das jetzt mit Elster? Ja, genau, die Anmeldung. Muss ich ein neues Dings anmelden? Muss ich mich neu anmelden bei Elster, um meine Einkommensteuererklärung zu machen? Denn das will man nicht, dass das Finanzamt einem auf den Fersen ist. So, ja. Anmeldung wird dann natürlich in zwei Schritten gemacht. Man meldet sich im Internet an, kein Problem. Und da muss man es aber bestätigen mit einem Code, den man per Post geschickt bekommt. Ja, und da ist das Problem, der Code ist nie angekommen beim Finanzamt. Sprechen Sie mit Ihrem Bereichsmitarbeiter und da gibt es keinen. Wenn ich beim Finanzamt so anrufe, dann sagt er mir, ja, wir müssen da erstmal warten auf Rücksprache vom Gewerbeamt. Ja, wie aufrückt. Was soll das denn? Was soll denn der Quatsch? Ja, dann kriegen sie eben kein Geld. Ja, aber dann, wer ist dann nachher der Gearschte? Bin ich dann ja nachher. Denn die Einkommensteuer muss man ja machen. Aber die lassen mich ja nicht. Ja, also solche Sachen. Also ich würde mir gerne einen Anwalt nehmen. Ein Rechtsberater oder irgendwas. Ich glaube, also das geht doch alles gar nicht. Was da bei mir alles so passiert. Das ist ja noch nicht alles, ja? Ihr müsst mich mal triggern. Nee, müsst ihr nicht. Bitte macht das nicht. Wenn es um... Ich krieg's kaum raus, wenn es um den Wasserschaden geht und diese Baustelle, die ich hier ein halbes Jahr lang hatte. Ja? Ich habe da nochmal so ein paar Akten mir rausgesucht. Ich habe ja auch da, ich mache mir ja zu allem Notizen mit Namen, mit Uhrzeit, mit Datum, allem drum und dran. Alles notiere ich mir, ja? Sehr penibel und... Da hatte ich ja auch noch mal was in der Hand letztens. Was für ein Heckmeck das war, ja? Und was das geschäftsschädigend war. Ich hatte ja dadurch diesen Wasserschaden, habe ich ja so gut wie alle Kunden verloren. Was da abgegangen ist, ja? Erstmal, das Ganze war sauteuer für mich.
Denn in der Zeit hatte ich keine... Ach, jetzt bin ich schon wieder bei einem anderen Thema, merkt ihr? Ja, okay. Das mit Elster war also... Bis heute ist das noch nicht geklärt und da sind einfach keine Briefe bei mir angekommen. Was soll ich da machen? Soll ich zaubern? Was soll ich machen? Ich habe keinen Bereichsarbeiter, Mitarbeiter, mit dem ich da reden kann. Der Typ vom Finanzamt sagt, er wartet, bis das Gewerbeamt sich gemeldet hat. Ja, das Gewerbeamt sagt, ja, wir haben das alles reaktiviert. Irgendein Haiopai hat ihr Gewerbe abgemeldet. Wie kommt einer da? Wie kann das denn überhaupt sein? Das kann doch nicht sein. Da rufe ich jetzt bei O2 an und beim Gewerbeamt und sage, melden Sie mal das Gewerbe, O2 macht nichts. Melden Sie das mal ab. Wie? Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch überhaupt nicht sein. Ich muss mich mit tausend Sachen überall verifizieren und authentifizieren und dann kann bei mir einfach irgendwer Hinz und Kunz anrufen und sagen, nee, macht er ja, ist er ja gar nicht. Hat er gar kein Gewerbe. Melden Sie das mal, schalten Sie das mal ab, alles. Das gibt's doch nicht. Naja, wie gesagt, am Gewerbeamt hat sie gesagt, so, nee, das ist gar kein Problem. Das war jetzt vor kurzem passiert und das kann sie wieder reaktivieren sofort. Was macht Curie denn hier? Ah Mann, geh doch aus dem Weg. Hier fliegt doch gleich alles in die Luft. Ich müsste wenigstens zufällig schon mal einmal getroffen haben jetzt. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Wir sind tot. Naja gut, in der nächsten Folge gibt es auf jeden Fall eine Folge ohne O2 und ohne Finanzamt und ohne die Post wird geklaut und dann geht es vielleicht um den Hund, der nachts um 3 Uhr hier immer anfängt zu bellen nebenan im Haus. Das Leben ist schön. Ja, ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir versucht, zu Curie vorzustoßen. Ich bin mir ziemlich sicher, sie ist nicht an dem Ort. Was soll sie denn da machen zwischen den ganzen Supermutanten? Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.